Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben gestern unser Wahlprogramm unter der Prämisse beschlossen, dass wir in der Bürgerschaft nur mit der Kraft, mit der politischen Rückendeckung und der Basis agieren können, die gesellschaftlich tatsächlich vorhanden ist. Wir können in der Bürgerschaft nichts bewegen, wenn sich gesellschaftlich nichts bewegt. Deshalb liegt der Schwerpunkt linker Politik und auch unserer Partei außerhalb des Parlaments. Andererseits haben wir und habe auch ich die Wahl in die Bürgerschaft als große Herausforderung angenommen. Und ich meine, die Fraktion hat in den vergangenen 3 Jahren dazu beigetragen, linke Politik nicht nur ins Parlament zu tragen, sondern auch außerhalb des Parlaments zu stärken. Ja, ich meine, dass es der Fraktion gelungen ist, hier in Hamburg auf dem einen oder anderen Feld überhaupt eine Politik der Linken zu entwickeln und damit den Gebrauchswert unserer Partei zu erhöhen. Und deshalb möchte ich auch sagen, wenn auch richtig ist, dass der Schwerpunkt linker Politik außerhalb des Parlaments liegt, so gibt es doch manchmal auch Situationen, in denen wir in der Bürgerschaft sind, wo wir gegen einen gesellschaftlichen Strom schwimmen müssen. Ich sage nur mal Thema Gefängnisse, Gefangene, Kriminalität, Sicherungsverwahrung insbesondere, wo es eine breite gesellschaftliche Strömung gab, dass man bestimmte Menschen einfach für ewig wegsperrt. Und wir sagen, auch diese Menschen haben Rechte und das kann nicht sein. Und da waren wir die Einzigen. Mein hauptsächliches Arbeitsfeld in der Bürgerschaft waren in den vergangenen 3 Jahren die Innen- und Rechtspolitik, Grundrechte und Demokratie. Ich habe in meiner Bewerbung geschrieben, dass mir dieser Themenkomplex seit dem Kampf gegen die Notstandsgesetze in den 1960er Jahren ein zentrales Anliegen ist. Aber dieser Komplex ist mir auch aus einem anderen Grund ein zentrales Anliegen. Aus dem Zusammenbruch des Realsozialismus habe ich, wie die ganze Partei, auch für mich persönlich die Schlussfolgerung gezogen, dass linke Politik ihre emanzipativen Ziele nur verfolgen kann, indem sie für alle Einzelnen sichere Grundrechte einfordert und wenn sie soziale Gerechtigkeit und die Aufhebung der tiefen sozialen Spaltung und Demokratie als demokratischen Sozialismus zusammendenkt. In diesem Sinne ist mein Anspruch, radikale Realpolitik zu machen. Radikal ist eine Politik, die die Sache an der Wurzel fasst. Ich habe versucht und werde weiter versuchen, radikale Politik in dem Sinne zu entwickeln, den Marx so formuliert: Die Wurzel für den Menschen ist aber der Mensch selbst. Also eine Politik, die den Menschen als freie, mit sozialen und mit Grundrechten und mit unantastbarer Würde ausgestattete Person begreift, über die und deren Ansprüche nicht beliebig verfügt werden darf. Das gilt, ich rede ganz schnell, für den Jugendlichen in Neuwiedental ebenso wie für die autonomen Veranstalter des Schanzenfestes, für den Flüchtling und den somalischen Fischer, der zum Piraten wurde oder geworden sein soll und mit Einschränkung, weil sie nicht frei sind, für den Gefangenen ebenso wie für die Bürgerinnen, die sich dagegen wehren, wie Politik über sie hinweg entscheidet. Real ist eine Politik, die von der Realität ausgeht. Ich habe versuchen, eine Real... Ich nehme meinen letzten Absatz, bitte. Eine Realpolitik zu entwickeln, die von der Realität ausgeht, um sie zu verändern. Ich habe zusammen mit den engsten Mitarbeitern, die an meiner Seite stehen, Bela und Lena, in meinen Arbeitsfeldern viele Initiativen ergriffen, um die Rechte der Bürgerinnen zu stärken und die Gewalt und arrogante Macht des Staates einzudämmen. Wir kämpfen für ein soziales Hamburg. Die Stärkung von Grundrechten und Demokratie gehört untrennbar dazu.